Die Großnichte als kleine Wahlhelferin. Bei der polnischen Präsidentenwahl gibt der Nationalkonservative Jarosław Kaczyński in Warschau seine Stimme ab. Als Staatschef will er die Nachfolge seines Bruders antreten, der bei einem Flugzeugunglück im April tödlich verunglückte. Ich rufe alle Polen auf, ihre Stimme abzugeben, denn das ist entscheidend für unsere Demokratie. Mehr darf ich nicht sagen. Doch die Mehrheit seiner Landsleute entscheidet sich für Kaczyńskis Kontrahenten, Bronisław Komorowski. Dem Liberalen trauen die Polen offenbar eher zu, das Land zu einen, nach dem Unfalltod von Lech Kaczyński und der Flutkatastrophe mit Dutzenden Toten. Es war angesichts der Katastrophe von Smolensk und der Überschwemmungen ein außergewöhnlich schwieriger Wahlkampf. Aber dieser Wahlkampf hat auch gezeigt, dass Polen auch in schweren Zeiten seine Prüfung als demokratisches Land besteht. Komorowski übernimmt ein gespaltenes Land. Vor allem bei den Menschen im ländlich geprägten Osten wird der Liberale noch Überzeugungsarbeit leisten müssen. Die Region ist eine der ärmsten Polens und eine Hochburg der Konservativen. Unter dem verstorbenen Präsidenten Lech Kaczyński profitierten Regionen wie diese von Milliardenhilfen der Europäischen Union. Die Investitionen mit diesem Geld sind für die Menschen spürbar. Sie sind dankbar dafür. 200 Kilometer entfernt, in diesem Vorort von Warschau, der Gegenentwurf. In diesen Neubauten wohnt die aufstrebende Mittelschicht. Hier hat Komorowski ein Heimspiel. Hier leben vor allem junge Leute. Sie arbeiten in Firmen oder als Selbstständige und sind offen für alles aus anderen Ländern. Weltoffenheit und ländliche Verschlossenheit. Auch unter dem liberalen Staatschef Komorowski wird Polen seine Spaltung so schnell nicht überwinden.